Moin Moin und willkommen zurück zu Echo Generation. Wir befinden uns auf dem Rückweg vom Friedhof mit dem Knochen, den wir gefunden haben. Und eigentlich müsste er ihn doch jetzt mögen. Oh, ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Wir haben einen verfluchten Knochen für dich. Ich liebe Knochen. Wir müssen Freunde sein. Nur Freunde geben Geschenke. Wenn du jemals Hilfe brauchst, ich bin hier. Brauchst du Hilfe? Klar, will mit. Ein Hund dabei? Ich will ihn jetzt natürlich nicht als Partyhund gerade dabei haben. Ich möchte lieber meine Katze haben. Ich muss den nochmal hochchillen irgendwann. Was machen wir jetzt nicht? So, jetzt haben wir den Hund dabei. Aber was haben wir denn noch da so? Kann benutzt werden, um Respekt zu zollen. Diesen Tee, den kriegen wir doch in diesem Shop. Vielleicht will der Typ das ja aber auch haben, der hier im Camper sitzt, wo wir eigentlich nicht reinkommen. Vielleicht will er ja den Tee haben. Mal gucken. Oh. Noch nicht. Vielleicht können wir den Tee aber abgeben dann in der Stadt. Also da in die Stadt reisen. Vielleicht können wir da den Tee abgeben. Könnte ja sein. Wir wissen es nicht. Guck mal. Probieren wir es mal aus. Klappt zwar nicht, aber es kann ja sein. Nee. Hier drüben, ne? Fragen wir ihn mal. Ist das ein Potflower von Grandma Patel? Ach, wir haben die Blume bekommen von ihr, okay. Das heißt, sie empfiehlt euch? Sie gab es uns, weil wir so hilfreich waren. Wenn das so ist, dann dürft ihr natürlich auf die Liste. Yay! Und jetzt? Wollt ihr gerne rein? Ja! Ah, okay. Gibt's auch Comics? Wow, das sind vier. Ah, ne, das sind Schallplatten, okay. Warum benutzen die keine Kassetten? Weiß ich auch nicht. So, wir brauchen ja was. Können wir es bei ihm kaufen? Hey, ein neuer Kunde. Mein Zwillingsbruder muss euch reingelassen haben. Wollt ihr ein Bubble Tea? Nur 10 Dollar. Ja, machen wir. Okay, ich kann nur Mango Bubble Tea machen. Alles andere kann ich nicht. Aber wir haben doch so einen. Können wir ihnen das nicht geben? Nee, wir haben einen. Okay, das ist nicht das, was wir brauchen eigentlich. Ja, wir gehen mal hinter dem Counter. Mal gucken, was passiert. Wo kriegen wir denn den Becher her? Hier. Ah, okay. Stört ihn gar nicht, was wir machen. Ah, guck mal, ich will Pepper Bubble Tea machen. Den machen wir jetzt. Super. Ah, jetzt haben wir den. Oder? Yeah, das ist der Tee, den der Typ braucht. Wie cool ist das denn? Was ist denn mit ihr hier? Können wir mit ihr reden? Hallo? Hallo? Hi! Wo ist das Croissant her? Kann ich eins haben? Lili, das ist aber unhöflich. Hahaha. Sorry, kleines Mädchen. Aber ich esse das, glaube ich, selber. Oh. Was liest du? Ach, nur Magazin, wo sie über Energie reden. Wenn ich das lese, fühle ich mich noch frischer am Morgen. Das klingt ganz nützlich. Kann ich das Magazin mal sehen? Nee, kann ich es haben? Ich lese es noch, also nein. Aber ich zeig dir ein paar Sachen. Ich zeig dir ein paar Sachen, wenn du mir einen Bubble Tea gibst, der nicht nach Mango schmeckt. Okay. Hier ist ein Pepper. Oh! Ich hab's nie probiert. Probier's nochmal. Okay, jetzt zeig dir mir ein paar Sachen. Was ist es? Große Probleme müssen zu kleineren aufgeteilt werden. Oh, ich glaube, ich bin jetzt richtig stärker geworden schon. Okay, Max XP increased by 2. Okay. Kann ich was machen? Okay, ist das gleich nochmal. Gut, können wir uns noch so einen Tee machen da hinten? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist der einzige, den wir machen konnten, ne? Okay. Ich weiß nicht mehr, was er da haben wollte, leider.
Mist. Ich dachte, er wollte. Naja. Sag das gleich nochmal. Nee. Okay, das haben wir auch schon durchgeguckt. Viel mehr können wir hier nicht machen, leider. Okay. Also wir haben so ein paar Sachen, ja, haben wir jetzt ja, die wir können. Aber trotzdem fehlt uns immer noch was, ne? Was haben wir jetzt noch hier so? Also wir haben dieses Licht, Busticket. Gehen hier nochmal rein. Vielleicht haben wir hier drin noch was. Ah, haben wir schon nicht geredet. Und Attacken? Die haben wir doch gar nicht. Wir kaufen das Brot jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob wir es gebrauchen können oder nicht, aber wir haben es jetzt. Gut, dann gehen wir raus. Wir müssen zurück. In der Schule selber können wir ja nichts machen, weil wir nicht in diesen. Weil wir nicht reinkommen in die Turnhalle. Das heißt, das macht keinen Sinn für uns. Also können wir ja nur zurückkommen. Das einmal kurz hinlegen. So, einmal kurz ausruhen, dass wir wieder fit sind. Und dann müssen wir. Hier ist ein Mesher-Poster. Das kann man bestimmt für irgendwas tauschen. Das ist doch nicht die Frage, was, ne? Wer noch irgendwas haben von uns? Nee. Ach, warte, ich hab eine Idee. Vielleicht können wir das Poster da drin aufhängen. Dann haben wir ein bisschen dekoriert. Das kann sein, dass es ein Deko-Objekt ist. Testen wir mal. Hier oben kommt man noch was hinpacken. Okay, geht auch nicht. Okay, wir haben noch keinen Fleck gefunden, wo wir was Cooles dekorieren können. Hier ist ein Spiel. Hier ist eine Wand. Kann man da was hinhängen? Ah, für unser Mashup-Poster. Okay, machen wir doch. Wenn wir jetzt das sagen, dass wir es da hingehängt haben, kriegen wir was von hier? Ich bin gespannt, was das ist. Ich gebe dir das als Gegenleistung. Ah, okay, eine Zacke für den Hund. Okay, gut. Bringt es im Spiel leider nicht weiter. Was ein bisschen schade ist. Hallo, do you copy? Da ist keiner. Wir haben sogar einen Computer hier. Ich mag Computer. Besser, wir fummeln nicht dran rum. Okay, so, was haben wir jetzt? Was fehlt uns denn noch jetzt hier? Ich überlege gerade, was wir nochmal. Können wir den Typen nochmal gehen da? Der da hinten rumeiert? Also in seiner Garage? Aber hier können wir nicht rein ins Haus, ne? Das war komplett geschlossen, ne? Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn wir da jetzt reingekommen wären. Aber lass mal gucken, ob wir. Machen. Das ist immer das gleiche, was sie sagen. Das ist nicht blöd.
Wir stehen bestimmt am Schlauch. Wir gehen nochmal hier rein zu ihm. Oh, Kabel. Wo kriegen wir Kabel? Ist die Frage, ne? Mit ihm reden? Was haben wir schon mit ihm geredet alles? Okay. Und den Kinderhäuser kriegen wir auch nur, wenn wir... Dafür will er auch irgendwas haben, ne? Ja, die Pipes. Okay. Die Rohre. Jetzt wird es echt knifflig gerade, weil ich nicht mehr genau weiß, wo wir jetzt noch überall hin können. Können wir das hier im Haus noch finden? Ich glaube fast nicht, aber wir probieren es einfach mal. Ist hier drin irgendwas? Was er vielleicht liegen gelassen hat? Nee. Hier auch nicht, ne? Hier haben wir auch alles schon rausgesammelt. Okay. Und hier haben wir nichts. Hier finden wir auch nichts mehr weiter. Ne? Ist nichts irgendwie, was man aufmachen kann? Nö. Schade, schade. Von der anderen Seite zu. Wie kommen wir auf die andere Seite, ist die Frage. Nun gut, also wenn wir das Ganze nicht machen können, dann müssen wir uns wohl diesen komischen Monster darstellen. Diesen Drachen. Beziehungsweise dieses Monster im Wald, was wir in der letzten Folge schon angeguckt haben. Denn was anderes wird sich jetzt nicht, was wir machen können. Also ich glaube, wir haben alles abgegrast. Es gibt also nur dieses Viech. Ich muss einmal kurz wissen, was er nochmal von uns haben will. Ich muss einmal kurz mit ihm reden. Buch, ne? Ja, okay. Das Buch kriegen wir ja da noch nicht von ihr. Hier nochmal links. Mist. Blockt. Ja. Hier sind wir stärker geworden durch die Oma da im Laden, das natürlich sehr cool ist. Ja, durchrennen. Ich weiß nicht, es gibt ja leider auch keine Karte. Ich würde sagen, guckt doch schnell auf die Karte, dass du da längst kommst. Das gibt ja keine Karte. Sonst würde ich ja wirklich immer hin beamen, aber das kann man leider nicht. Man muss wirklich den ganzen Weg laufen. Ist auch nicht so schlimm, ist aber auch schon ein bisschen nervig. Dieses Raumschiff finde ich einfach so ziemlich geil. So. Ab zum Friedhof wieder. Und dann sogar noch weiter als zum Friedhof, dann hinter dem Friedhof noch. Hier unten längs. Ich sage, irgendwelche Gegner kommen gleich. Ich glaube aber nicht. Die Kabel, finden wir hier irgendwelche Kabel noch? Da können wir kurz wahrscheinlich nicht mehr rein. Do not enter, steht da. Ah, okay. Aber hier finden wir keine Kabel. Gut. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Grafikstil total cool finde? Ach, warte mal, wir können da eine Kerze auf den Hund draufstellen. Damit können wir bestimmt den Hund würdigen. Pass mal auf. Ja, können wir. Oh, das ist wundervoll, Kinder. Habt ihr das Licht dort hingestellt? Wir zeugen von Respekt. Das ist ein Geschenk von der Witwe. Ach, von der Witwe. Wie seid ihr an dem Tierfänger vorbeigekommen? Er war kein Gegner für uns. Oh, ich fühle mich viel besser, zu wissen, dass der Tierfänger besiegt ist. Danke euch, Kinder. Hast du was für uns auch? Oh, Children. Würdet ihr mir helfen, noch einen letzten Gefallen zu tun? Ja, klar. Ich möchte mit meinem Scratch in den Tierhimmel kommen. Gott, ich bin hier, ich kann mich nicht bewegen. Okay, müssen wir wahrscheinlich gegen dich kämpfen, denn, ne? Ja, hab ich schon gedacht. Gut. Machen wir. Wir sind ja nett. Oh, da haut aber ganz schön Leben rein hier. Okay.
Muss leider so machen. Okay, das war gerade vorher noch okay. Hoppalen! Vielleicht wäre es besser, wenn die Katze sich selber heilt. Aber wir können auch angreifen, glaube ich mal. Vorbei ist es mit dem Clown. Jetzt damit oben im Himmel. Das ist doch gut. So nett sind wir zu denen. Oh, wie verschwindet er? Okay, wir haben für den Hund noch was bekommen. Trotzdem müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen heilen hier. Ja. Und so, pass mal auf. Wir haben ja noch ein paar Kleinigkeiten hier. Ach so. Gut, haben wir ja schon fast wieder voll. Jetzt können wir uns mal gucken, was wir da oben machen können bei dem. Bin ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Was hier denn? Hier liegt Kant. Das ist ein riesen Grabstein. Der Besitzer muss ihn sehr geliebt haben und hat sehr viel Geld dafür ausgegeben. Das stimmt. So, dann müssen wir jetzt hoch. Bin ein bisschen gespannt auf das Gegnerteil da oben. Man weiß es ja nicht, was man da noch machen kann. Er sagte, wir sollten genug Essen mitnehmen. Haben wir eigentlich nicht dabei, ne? Wir gucken uns das trotzdem an. Ist wahrscheinlich ein Mörderkampf. Und vielleicht werden wir doch komplett verlieren. Gucken, was hier auf dem Schild steht. Gar nichts. Die Frage, ob man da längs oder da längs. Was ist denn das hier? Okay. Der ist doch ein bisschen größer als ich dachte. Der ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wow. Jetzt sollten wir lieber fliehen. Erstmal. Den sollten wir, glaube ich, jetzt noch nicht besiegen. Dafür ist er ein bisschen zu happig. Aber vielleicht können wir da rechts mal gehen und gucken, was da ist. Da müssen wir uns erstmal erholen, glaube ich. Aber wir können hier gucken. Da irgendwas, was uns da weiterbringt erstmal. Wie das woanders hinbringt. Müssen hier längs gehen, ne? Hauptsache, das Bericht kommt nicht auch hier zum Tragen. Will Leiter benutzen? Klar. Okay, Lilly muss unten bleiben, ich gehe alleine hoch. Ich nur was Statisches. Okay, oh, was hier? Ich kann hier gut weit sehen von hier aus. Mehr können wir nicht machen. Okay, hier wieder runter. Weil was hier noch kommt, gucken trotzdem mal hier durch. Hier ist ein Feuer. Das ist eine Blockhütte. Wohnt hier jemand? Vielleicht. Hier ist eine Axt, kann ich die nehmen? Nein. Da ist eine Kiste, dann weiter. Nee, geh noch nicht. Nein, noch nicht rausgehen. Ich wollte mal hier die Kiste angucken. Ach, wir brauchen Benzin für den Generator. Okay, das Benzin-Ding wissen wir, wo es herkommt. Das wissen wir, ja. Riecht nach Benzin. Es sieht so aus, als ob jemand den Tank offen gelassen hat. Ja, okay, dann können wir da wahrscheinlich das Benzin abfüllen. Dafür brauchen wir aber den Kanister. Den Kanister haben wir ja leider nicht. Alle Kabel sind nicht angeschlossen. Wir haben keine Energie, okay.
sind immer ein paar Kabel hier noch, die wir nicht brauchen. Wir gehen mal kurz gucken, ob wir ins Haus rein können. Es ist zu. Okay. So, hier kommen wir auch nicht rüber. Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, aber hier ist das, sieht so aus, ob man noch irgendwie hin kann oder so. Aber anscheinend nicht. Gut, also hier finden wir auch wieder ein bisschen was. Mein Gott, das ist noch. Ist aber auch groß, das ganze Dorfding hier, oder? Wir finden hier aber auch nichts anderes. Hier kann man nicht weiter, okay. Dieses Indigo-Ding können wir ja auch nicht killen, weil das ist noch ein bisschen zu stark. Das müssen wir. Dafür müssen wir also erstmal was anderes machen, bevor wir den killen können. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir da hinkommen können. Und jetzt müssen wir eigentlich nur uns mit genug Essen und so eintüdeln. Und dann können wir den besiegen. Das können wir uns ja holen. Wir haben genug Kohle da eigentlich. Am besten holen wir uns das in der Schule. Da gibt es ja mehrere Sachen, die man holen kann. Vielleicht bekommen wir das da. Und dann rüsten wir uns für den Kampf sozusagen. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch irgendwas, was man finden kann, aber anscheinend nicht. Der wollte uns seinen Knochen nicht geben, weil dafür will er was anderes haben, ne? Okay. Kann man hier irgendein Auto anfummeln, dass man irgendwas rausbekommt? Scheint nicht, ne? Also viel mehr können wir hier nicht machen, leider. Leider, leider. Ja gut, dann geht's jetzt zurück. Ich würde sagen, ich rüste uns für den Kampf auf und wir machen den Kampf beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.